Es folgt eine Zusammenfassung der Trigonometrie. Zuerst der trigonometrische Kreis. In einem Bezugssystem der Ebene zeichnen wir den Einheitskreis mit Zentrum 0,0 und Radius 1. Im trigonometrischen Kreis zeichnen wir diesen Winkel Alpha ein und dieser Winkelschenkel OP bestimmt auf dem trigonometrischen Kreis diesen Punkt P. Dieser Punkt P hängt nur von Alpha ab. Das kann man deutlich erkennen, wenn man Alpha verändert. Ändert Alpha, so ändert der Punkt P mit. Da P nur von Alpha abhängt, hängt auch seine Abszisse nur von Alpha ab. Und diese Abhängigkeit hat man Cosinus genannt. Die Abszisse von diesem Punkt P ist also der Cosinus von diesem Winkel Alpha. Hier können wir schön beobachten, wie der Cosinus sich verändert, wenn der Winkel Alpha sich verändert. Okay, stellen wir das wieder so ein. Nicht nur die Abszisse von P hängt von Alpha ab, sondern auch die Ordinate. Und diese Abhängigkeit hat man Sinus von Alpha genannt. In diesem blauen rechtwinkligen Dreieck hier können wir selbstverständlich den Lehrsatz des Pythagoras anwenden, der besagt, die eine Kathete im Quadrat plus die zweite Kathete im Quadrat ist dasselbe wie die Hypotenuse im Quadrat. Also Cosinus von Alpha im Quadrat plus Sinus von Alpha im Quadrat gleich 1 im Quadrat, das heißt 1. Um den Tangens einzuzeichnen, zeichnen wir zuerst diese vertikale Gerade, die den Punkt E mit Koordinate 1, 0 enthält. Dann verlängern wir den Winkelschenkel OP bis zu dieser vertikalen Geraden hin, so, und erhalten dann diesen Punkt. Die Ordinate von diesem Punkt, das ist der Tangens von Alpha. Auch Tangens ändert, wenn Alpha ändert, selbstverständlich. Der Tangens wurde aber definiert als Sinus geteilt durch Cosinus. Der Kotangens, der ist definiert als Cosinus geteilt durch Sinus. Um ihn einzuzeichnen, zeichnet man die horizontale Gerade, die den Punkt U mit Koordinate 0, 1 enthält, verlängert wieder den Winkelschenkel OP bis zu dieser Horizontalen hin, so, und somit erhält man diesen Punkt. Die Abszisse von diesem Punkt, das ist der Kotangens von Alpha. Es lohnt sich, im trigonometrischen Kreis zu schauen und sämtliche trigonometrische Erkenntnisse zu deuten. Sehr viel steht im trigonometrischen Kreis geschrieben. Es reicht zu schauen und zu sehen. Und somit braucht man viele Formeln gar nicht auswendig zu lernen. In der Trigonometrie gibt es so schon genügend Formeln, die man auswendig kennen muss. Zum Beispiel in der Anwendung eines rechtwinkligen Dreiecks. Selbstverständlich haben wir hier den Satz des Pythagoras, aber wir haben hier auch vier trigonometrische Formeln, die besagen, der Sinus eines Spitzenwinkels Alpha, das ist immer die Gegenkathete, geteilt durch die Hypotenuse, C auf A. Der Cosinus eines Spitzenwinkels, hier Alpha, das ist immer die Ankathete auf Hypotenuse, B auf A. Der Tangens eines Spitzenwinkels, das ist immer die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete, C auf B. Und der Kotangens eines Spitzenwinkels, das ist immer die Ankathete geteilt durch die Gegenkathete, B auf C. Aber Vorsicht, diese Formel darf man nur anwenden in einem rechtwinkligen Dreieck. Übrigens nur in einem rechtwinkligen Dreieck spricht man von Hypotenuse und von den beiden Katheten. In einem beliebigen Dreieck gelten andere Regeln und hier spricht man nicht mehr von Hypotenuse und Katheten, hier spricht man von den drei Seiten. Um den Flächeninhalt dieses Dreiecks zu berechnen, nehmen wir die Formel Basis mal Höhe geteilt durch 2, also so, oder auch die Formel eine Seite mal eine andere Seite
mal Sinus des Winkels, den die zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. Und diese Formel ist unabhängig von den zwei gewählten Seiten. Im beliebigen Dreieck haben wir noch die Sinusregel sowie auch die Cosinusregel. Kommen wir jetzt noch zu anderen trigonometrischen Formeln, beginnen wir mit den 6 Additionsformeln. Das sind diese da. Wenn man in den 3 Formeln mit Plus Beta überall durch Alpha ersetzt, dann erhält man sofort die Verdopplungsformel. Wir haben auch diese 2 wichtige Formeln von Carnot, man nennt sie so zu Ehren des französischen Mathematikers Lazare Carnot. Dann gibt es noch die Formel mit klein t. Wenn man Tangens von x halbe klein t stellt, dann kann man somit automatisch den Cosinus von x ersetzen durch diesen Bruch, den Sinus von x durch diesen Bruch und den Tangens von x durch diesen Bruch. Letztendlich bleiben uns noch die Formel von Simpson. Diese 4 Formeln ermöglichen es, Addition und Subtraktion zu faktorisieren. Man nennt diese 4 Formeln Formel von Simpson zu Ehren des englischen Mathematikers Thomas Simpson. Kommen wir jetzt zu 2 Aufgaben. Eine erste Aufgabe: In einem beliebigen Dreieck ABC haben wir hier diese winkelhalbierende BA. Sie schneidet also diesen Winkel Alpha in 2 gleich große Winkel, Alpha halbe und Alpha halbe. Anscheinend kann man die Länge von dieser winkelhalbierenden Strecke AD so berechnen. Man rechnet das Doppelprodukt dieser 2 Seiten B und C, teile dieses Doppelprodukt durch die Summe der 2 Seiten B und C und das multipliziere man dann mit dem Cosinus von Alpha halbe. Wir werden diese Formel jetzt beweisen, aber man muss schon darauf kommen, dass dieser Beweis mit einer ganz einfachen Idee startet, und zwar die 2 Dreiecke A, B, D und A, C, D zusammengelegt ergeben das größere Dreieck A, B, C. Ein ganz einfaches Puzzle. In der Mathematik sagen wir, der Flächeninhalt vom großen Dreieck A, B, C ist gleich zur Summe der Flächeninhalte dieser 2 kleineren Dreiecke A, B, D und A, C, D. Also so. Diese 3 Flächeninhalte werden wir berechnen mit der Formel Flächeninhalt gleich Seite mal Sinus des Winkels, den sie bilden, geteilt durch 2. So. Vom großen Dreieck ist der Flächeninhalt Seite mal Sinus des Winkels Alpha, den sie bilden, geteilt durch 2. Für dieses Dreieck ABD ist der Flächeninhalt Seite mal Sinus des Winkels, den die 2 Seiten bilden, also Alpha halbe, geteilt durch 2. Und genau dasselbe fürs dritte Dreieck. In dieser Gleichheit können wir schon mal alles mit 2 multiplizieren. Ist gemacht. Und jetzt stellen wir hier fest, dass man rechts BA mal Sinus Alpha halbe ausklammern kann. Tun wir das. Ist gemacht. Hier steht Alpha halbe. In der These auch. Aber hier steht Alpha. Also müssten wir irgendwie versuchen, dieses Alpha in Alpha halbe zu verwandeln. Das geht sehr einfach durch diese Verdopplungsformel. Ich lese die Formel jetzt mal vor. Diese Formel besagt, der Sinus von einem Winkel, das ist 2 mal Sinus von der Hälfte dieses Winkels, mal Cosinus von der Hälfte dieses Winkels. Ich schreibe jetzt die Formel etwas anders, lese sie aber mit genau demselben Satz von gerade. Der Sinus eines Winkels, das ist 2 mal Sinus von der Hälfte dieses Winkels, mal Cosinus von der Hälfte dieses Winkels. Warum habe ich jetzt diese Formel in diese Form umgeschrieben? Damit wir hier Sinus von Alpha durch dieses Produkt ersetzen können, in dem nur noch der Winkel Alpha halbe vorkommt. Wir tun das. Ich habe hier nur den linken Teil nach rechts gesetzt
und den rechten Teil nach links gesetzt. Und zwar damit wir die Formel in dieser Form erhalten. Was bleibt jetzt noch? Jetzt haben wir hier Sinus Alpha halbe und rechts vom Ist-Zeichen auch. Da Alpha halbe der Winkel von einem Dreieck ist, kann dessen Sinus nicht 0 sein. Denn dieser Winkel kann ja nicht 0 Grad sein als Dreieckswinkel und auch nicht 180 Grad sein. Dieser Sinus von Alpha halbe kann also nicht 0 sein. Deshalb dürfen wir hier ohne Problem durch Sinus Alpha halbe teilen. Und dann setzen wir diese Summe b plus c, die ebenfalls nicht 0 ist, rechts rüber und erhalten somit sofort die gesuchte Formel, was zu beweisen war. Eine zweite Aufgabe, löse diese trigonometrische Gleichung. Falls trigonometrische Ideen nicht weiterhelfen, sollte man es versuchen mit dem Klein-t-Verfahren. Man stellt Tangens von x halbe gleich zu klein t und darf dann automatisch Cosinus x durch diesen Bruch ersetzen, Sinus x durch diesen Bruch und Tangens x durch diesen Bruch. Da muss man aber sicherstellen, dass x halbe nicht pi halbe plus kp ist, denn oben und unten ist der Tangens gar nicht definiert. Wir müssen also bei diesem Verfahren sicher sein, dass x halbe nicht pi halbe plus kp ist, wo k eine ganze Zahl darstellt. Also darf x nicht pi plus 2kp sein. Falls x diesen Wert hat, könnten wir diesen Wert durch das Klein-t-Verfahren nicht finden, denn Klein-t gibt es für diese x-Werte gar nicht. Also müssen wir im Vorfeld überprüfen, ob pi plus 2kp nicht doch Lösung dieser Gleichungen sind. Überprüfen wir, Sinus von pi, das macht 0, hoch 3 bleibt 0, Cosinus von pi, das macht minus 1, hoch 3 bleibt minus 1 und 0 minus 1 macht minus 1 und nicht 1. Diese x-Werte sind also nicht Lösung dieser Gleichung und somit können wir mit dem Klein-t-Verfahren starten. Durch dieses Klein-t-Verfahren dürfen wir in dieser Gleichung Sinus x durch diesen Bruch ersetzen und Cosinus x durch diesen Bruch. Das führt dann automatisch zu dieser Gleichung. Diese Gleichung ist jetzt pur algebraisch, so gesehen nicht mehr trigonometrisch. Wir werden die jetzt lösen, in kleinen t. Wir setzen alles auf den gemeinsamen Nenner 1 plus t² hoch 3 und dürfen diesen gemeinsamen Nenner dann fallen lassen. Den rechten Teil habe ich dann noch links rüber gesetzt. Jetzt wird das Ganze hier noch ausgerechnet, so weit wie möglich, und das führt dann zu diesem Trinom sechsten Grades. Wir haben also hier eine Gleichung sechsten Grades. Aber wir haben auch Glück. Hier kann man 2t² ausklammern. Zwischen Klammern bleibt jetzt dieses Trinom vierten Grades, das man noch weiter faktorisieren kann, zum Beispiel durch das Horner-Gitter. Das führt also zu diesem Nullprodukt. Hier dürfen wir jetzt die Regel vom Nullprodukt anwenden. Entweder der erste Faktor ist 0, das heißt t gleich 0, oder der zweite Faktor ist 0, das heißt t gleich 1, oder der dritte Faktor ist 0. Die Nullwerte sind nicht so offensichtlich, also da das ein Trinom zweiten Grades ist, dürfen wir die Diskriminante dazu berechnen. B im Quadrat minus 4 mal a mal c, das ist streng negativ. Die Diskriminante ist streng negativ, also hat dieses Trinom gar keine Nullstelle. Dieses Produkt hier ist also 0, wenn t 0 oder 1 ist. Wir haben hier zwei Fälle zu unterscheiden. Vorsicht, wir sind noch nicht fertig, denn gefragt wurde nicht der Wert von t, sondern gefragt ist der mögliche Wert für x. T ist nur ein Hilfsmittel, also hier auch back to x. Wenn t 0 ist, dann bedeutet das, dass Tangens von x halbe 0 ist. So, und Tangens von x halbe ist 0, ist eine Grundgleichung, Tangens von x halbe gleich Tangens von 0. Das führt sofort zu diesen möglichen Werten für x halbe und indem man die 2 noch darüber setzt,
führt der erste Fall zu diesen möglichen x-Werten. Zweiter Fall t gleich 1. Das bedeutet Tangens von x halbe gleich 1. 1 ist aber der Tangens von Pi Viertel. Also ist das eine Grundgleichung, Tangens von x halbe gleich Tangens von Pi Viertel. Die führt dann sofort zu diesen Möglichkeiten für x halbe. Auch hier multiplizieren wir mit 2 und haben hier alle x-Werte gefunden. Diese möglichen Lösungen werden dann zusammengepackt in die Lösungsmenge hinein und somit haben wir diese trigonometrische Gleichung gelöst.